Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cyberport Unboxing. Heute mit dem Gaming-Laptop XMG Neo 16 sowie der separat erhältlichen XMG Oasis Laptop Wasserkühlung. Im Lieferumfang des Notebooks enthalten sind ein Netzteil mit Kabel, ein USB-Stick mit Treibern. Zusätzlich haben wir diesmal eine separate Laptop-Wasserkühlung mit dabei, die mit passendem Zubehör daherkommt. Für einen High-End-Gaming-Laptop bleibt das Gehäuse recht minimalistisch, aber schick. Der Displaydeckel zeigt das XMG-Logo. Während die Basiseinheit aus Kunststoff mit einigen gummierten Stellen daherkommt, ist die Display-Einheit aus Aluminium hergestellt. Beim Verwindungstest gibt das Notebook leicht nach. Abseits von der gaming-typisch bunten LED-Beleuchtung der Tastatur im angeschalteten Zustand, erkennt man hauptsächlich am Gewicht von 2,5 Kilogramm und der Dicke von 2,6 Zentimetern, dass sich im Inneren leistungsstarke Hardware versteckt. Klappen wir das Display auf, was auch einhändig möglich ist, zeigt sich der 16 Zoll große Bildschirm, der mit 2560x1600 Pixeln in QHD auflöst und Nvidia G-Sync unterstützt. Die Basiseinheit zeigt das Touchpad, die Tastatur sowie den Powerbutton samt Energieprofiltaste. Rechts finden wir zwei USB-A 3.2 Anschlüsse sowie einen SD-Kartenleser. Gegenüberliegend wurden ein weiterer USB-A 3.2 Port sowie jeweils eine Audio- und Mikrofonbuchse verbaut. Auf der Rückseite haben wir die Verbindungen für die Oasis Wasserkühlung, einen USB-C 4.0 Port inklusive Thunderbolt 4 und DisplayPort, einen HDMI 2.1 und 2,5 Gigabit LAN Port sowie den Anschluss für das Netzteil. Die Lautsprecher sitzen auf der Unterseite. Das war unser heutiges Unboxing. Weitere Infos zum XMG Neo 16 inklusive Wasserkühlung erfahrt ihr im Testbericht und in der Videobeschreibung. Wir freuen uns auf euch!